Hey Leute, wir waren letztens in Belgien unterwegs und hatten eine Unterkunft gemietet mit eigenem Angelteich. Wir kennen diese Unterkunft schon, wir sind vor ein paar Jahren schon mal dort gewesen und es hat uns damals richtig gut gefallen, also mussten wir unbedingt nochmal dahin. Es hieß erstmal Angeln einwerfen, verschiedene Köder ausprobieren, Anfütterung reinpfeffern und dann mussten wir warten. Es ist erstmal überhaupt nichts passiert, keine Aktion an den Angeln oder sonstige Bewegungen im Wasser, aber am Abend hatten wir dann zumindest 2 Rotfedern bekommen. Ja, da waren wir ein bisschen zufrieden für den ersten Tag. Wir wollten aber unbedingt große Karpfen fangen. Also ich habe die schon mal an der Wasseroberfläche gesehen und ich habe die auch schon mal auf Bildern gesehen. Deswegen habe ich die Angeln auf Grund drinne gelassen. Ein elektronischer Bissanzeiger hätte sich dann gemeldet, wenn die angebissen hätten, war aber nicht. Wir sind einen Tag in Luxemburg gewesen, haben schön eingekauft und die einzigen Wesen, die uns hier beobachten, sind die Kühe von nebenan. Also man hat da wirklich komplett seine Ruhe, da darf auch sonst kein anderer angeln. Also der Teich ist wirklich privat und ab und zu bewegt sich hier eine kleine Schlange durchs Wasser. Ich habe die mal versucht zu filmen, ich glaube da vorne sieht man sie, ja, wenn man es erkennt. Auf jeden Fall haben wir uns dann wieder auf den Weg gemacht und es waren ein paar wunderschöne Tage hier am Angelteich.